Donald Trump mit Ivanka ist wie Forrest Gump auf der Bank da. Wer kennt diese Stimme nicht? Gernot Kulis. Darf ich fragen, Herr Beil, nehmen Sie Schwarzgeld? Ich nehme kein Schwarzgeld, ich verlange kein Geld für die Arbeit. Was ist das für eine Arbeit? Das sind lauter Kleinigkeiten, das ist ja im Prinzip keine Arbeit. Okay, und wieso machen Sie das? Naja, aus Freundschaft zu Frau Kulis. Schauen Sie, der hier mal ist ein Kabarettist, ja. Der kann nichts. So lustig ist es auch wieder. Der Kärntner bringt mit seinen Scherzanrufen regelmäßig halb Österreich zum Lachen. Mit seinem neuen Bühnenprogramm Herkules scheint der 41-Jährige endgültig am Comedy-Himmel angekommen zu sein. Arnold Schwarzenegger hat Herkules gespielt. Herkules in New York. Das war der einzige englische Film, der Englisch noch synchronisiert hat werden müssen. Das ist kein Witz, das ist so. Dann ist so, this is a Herkules in New York, this is a Herkules. Gibt es für dich Herkulesaufgaben auch im Alltag? Gibt es sowas überhaupt? Ja, definitiv. Also ich glaube, das ganze Leben ist eine Herkulesaufgabe. Es sind verschiedene Dinge einfach, die mich da bewegen oder die uns bewegen. Das fängt an vom Parkplatz suchen und geht bis zum Kinderkriegen für die Frau. Also das ganze Leben ist irgendwo Herkulesaufgabe. Und zwischendurch ist es so einfach, dass ich mir denke, wenn man sich nicht so lange mit dem Ärger beschäftigt, sondern schneller eine Lösung sucht, dann findet man schneller eine Lösung. Und wenn man oft den Witz in der Lösung sucht, dann macht Spaß auch noch. Also das sind Herkules-Lösungen dann, einfach mit Witz gelöste Dinge. Ihr könnt uns mal, ihr Lullis, willkommen bei Herkules! Nach seinem ersten Soloprogramm namens Kollisionen, jetzt also Herkules. Jeder Name bedeutet ja etwas. Zum Beispiel Kulis bedeutet immer gedacht der Große, der Mächtige, der Starke. Wie mein Vater angeschaut hat, Kulis heißt Koffer. Ja, es gibt ja diese Koffer-Kulis am Flughafen. Rikscha-Kulis, Koffer-Kulis. Also wir sind eine Kofferfamilie. Also meine Frau sagt, du kannst ja nichts. Sag ich, was? Handwerklich. Was ist? Ich habe gelesen, dass ihr unter Wasser geheiratet habt. Wie sagt man unter Wasser ja? So. So? Ja, genau. Also es war so, wir haben normal geheiratet in Wien und da waren dann auf Tauchsafari im Roten Meer. Und der Tauchlehrer, der bei der Hochzeit eingeladen gewesen wäre, der ist nicht gekommen zur Hochzeit, weil er keine Zeit gehabt hat. Und der hat uns dann unten überrascht. So ist das Ganze entstanden, ja. Und dann war das ganze Schiff plötzlich eine Hochzeitsgesellschaft. Wahnsinn, muss ich mir vorstellen. Zwischen Haien und Muränen, ja. Guten Abend bei der Zeit im Bild, es begrüßt Sie Derek Lettner. Als Ö3-Callboy wurde der heute 41-Jährige bekannt. Sein Stimmenrepertoire reicht von Arnold Schwarzenegger bis Hans Krankl. Wir verstehen uns sehr gut eigentlich. Ja? Also, wir haben uns bei Das Match kennengelernt, wo er über den Platz schreit, Zauberer, komm her, Zauberer. Und ich habe nicht gewusst, dass ich der Zauberer bin, bis zu dem Zeitpunkt. Ich habe gedacht, da war ein Wald, der sich der Zauberer, jetzt ist soweit. Da schaue ich zu ihm hin und er sagt, komm her, ich bin der Zauberer. Und er sagt, ja, schickst du uns noch einen Zauberer, du Eierschädel? So hat es begonnen einmal. Da habe ich gleich gewusst, okay, den werde ich einmal anrufen. Aber er versteht es eigentlich ganz gut, er kann über sich schon lachen. Ja. Papa, ich mache dir bestimmt keine Schand, weil ich verlasse morgen das Land. Mit meiner Freundin, der Stefanie, die kenne ich aus der Drogentherapie. Mit seinem ersten Soloprogramm Kollisionen knackte der Kärntner die heimischen Besucherrekorde. 250.000 Menschen sahen sein Comedy-Stück. Es ist das erfolgreichste erste Soloprogramm eines österreichischen Künstlers. Wie geht man mit so einem Erfolg eigentlich um? Wird man da perfektionistisch? Weil jetzt ist ja das zweite Programm, ist da die Latte schon relativ hoch oder ist das... Ich gehe mit dem relativ cool um, weil ich einfach nur lustig sein will auf der Bühne. Punkt und fertig. Frauen bringen unsere Kinder auf die Welt. Hey, das ist unglaublich. Ja. Wenn wir nicht aufpassen, verdienen sie bald gleich viel wie wir. Und Fußball spielen können sie auch besser als wir Männer. Gerhard, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch. Auch wir haben eine Auszeichnung, eine wahre Auszeichnung, eine Überraschung. Wirklich? Wird nicht von mir überreicht, sondern von der VKB Bank. Fantastisch. Ja, schau. Das ist ganz so.
herzlichen Dank fürs Kommen. Dank. Ja. Als Erinnerung an den schönen Auftritt hier in der Spinnerei im Traun darf ich dir den VKB Kulturpark Lolli überreichen. Ja, Herkules super. Hatte eine Keule in der Mythologie. Das stimmt, ja. Du kriegst einen VKB Kulturpark Lolli. Vielen Dank. Im Mai haben wir die Spinnerei eröffnet. Die Monate sind wie im Flug vergangen. Ganz viele Veranstaltungen haben hier stattgefunden. Und es gibt ein besonderes Highlight gegen Ende des Jahres. Einmal am 16.12. eine Veranstaltung mit Simone Scheck und Ramschon Rosen. Und eine Silvestergala sozusagen, eine kabarettistische Silvestergala mit Das zwar war 2017, das Jahr im Rückblick. Verena Scheidt, Dietmar Schmähler und Co. Also werden hier für einen illustren Abend sorgen und wir werden das Jahr gebührend ausklingen lassen hier im Kulturpark Traun und freuen uns auf 7 neuen Jahre.